Bum, 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 bum. Hast du auch zwei Bildschirme? Oder auch wäre gelogen, hast du zwei Bildschirme? Blubbidi blub. Blub, blub, blubbidi blub. So, da vorne rechts ist ein Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. Alles klar. So, jetzt geht's hier natürlich los. Jetzt sind wir in der Höhle des Löwen. Sozusagen. So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Hier, okay, hier muss ich rein. Hachevanu chik in Topikonob. Chenhumpel batelilu chel beshunahe. Beishan in Tugul. Minano Nukolov, Malov, Yetel Mishuts Kansalov. Ist das mies? Tokili Uket, Tantike. Kaili kun Ojo. Kachuahel, Bidon, Uzil, Waminan, Kukulkantik, Wignalone? Naja, die sagen jetzt, dass sie halt toll waren und hast du nicht gesehen. Wenn ihr wüsstet, was hier geht. Dann ist dieses aber mit Seilen und Steinen verbundene Schilf dient als Kalender, der üblicherweise einen Zyklus von 52 Jahren umfasst. Schön. Geil. Ist handlicher als unsere Kalender. Guck mich mal ganz in Ruhe um. Der macht Pause oder ist am Beten, je nachdem. Mhm. Nee, hier gibt's auch sonst nichts, wäre ja auch doof. So. Na, ganz toll. Das beschreibt etwas in der Nähe. Mhm. Sie stehen Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Was? Ich liege zu Füßen denjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Okay. Aber hier sind wir jetzt in der Oberstadt sozusagen. Die Stadt ist einfach viel zu groß. Rücken an Rücken, der die beschattete Schlange beobachtet. So, ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Okay. Da muss ich gerade mal ein bisschen nachdenken. Neues Basislager entdeckt. Dominguez hat Unoratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Schießen Sie. Oh, das Chaos. Klingt geil. Der die beschattete Schlange. Ich liege zu Füßen dessen hier vielleicht. Hier. Zwei Brüder, Rücken an Rücken. Der die beschattete Schlange beobachtet.
Warte mal, beobachten ist doch genau andersrum. Zwei Brüder, Rücken an Rücken. Hä? Moment, das kann eigentlich nicht sein. Rücken ist doch ganz anders. Die gucken sich gegenseitig an. Die eine Seite ist besonnen, die andere nicht. Es wäre komisch, wenn der das wäre. Sie stehen Rücken an Rücken. Zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Okay. Zwei Waffenbrüder. Ist das das hier? Nee. Ich dachte jetzt eher... Ah, Rücken an Rücken. Waffenbrüder. Okay, das ist einer. Das könnte der andere sein, aber die sind nicht Rücken an Rücken. Okay. Die sind auch nicht Rücken an Rücken. Das sind halt ganz andere Menschen als da unten. Rücken an Rücken. Glaubst du, es wird noch mehr solche Aufstände geben? Nein. Der Markttag war eine Katastrophe. Es wird sicher bald eine Lösung geben. Du hast so hässliche Haare. Ich will es hoffen. Rücken an Rücken. Hervorstehende Augen, Fänge. Das ist Tlaloc, der aztekische Gott des Regens und der Stürme. In guter Stimmung ist er außerdem ein Gott des Wassers und der Fruchtbarkeit, der den Menschen Leben und Nahrung schenkt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass er auch für Gewitter, Hagel und andere zerstörerische Aspekte des Wassers verantwortlich ist. Einschließlich der Erosion, weshalb ihm auch Höhlen, Teiche und Quellen zugerechnet werden. Umso merkwürdiger ist es, dass er in einem Berg lebt. Sein Vogel ist der Reiher, aber er wird auch mit Tieren wie Schnecken, Fröschen und anderen Amphibien in Verbindung gebracht. Alles klar, aber trotzdem, ich will wissen... Zwei Brüder, Rücken an Rücken. Ich liege zu Füßen desjenigen... der die beschattete Schlange beobachtet. Okay, Rücken an Rücken. Ich könnte mir, wenn dann, nur die beiden hier vorstellen, aber das sind... Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr irgendwas... Warte mal. Zu Füßen desjenigen. Das sind aber keine Brüder. Also keine Waffenbrüder. Sie stehen Rücken an Rücken. Zwei Waffenbrüder. What? Ich liege zu Füßen desjenigen... der die beschattete Schlange beobachtet. Beschattete Schlange ist wahrscheinlich das hier gemeint. Aber was steht denn hier Rücken an Rücken? Hä? What? What the heck? Aber warum beobachtet er... Oh, ich bin so ein Horst. Hier Rücken an Rücken. Der da und der da. Nur der hier guckt die Schlange an. Hier, da, die da. Und die ist beschattet, weil sie halt im Schatten ist. Hab dich. Ist das ärgerlich. Oh je, Mine. Na gut. Bim, 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 bim. Dann machen wir einfach mal weiter. 11 von 11. 71% schon. Ja, super. Immerhin. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Ja, ja. So, hier ist natürlich wieder einiges zu finden und
mit Kayara reden. Ja, hier gibt es natürlich reichlich gute Ressourcen. Die will ich mir natürlich alle gönnen. Muss aber natürlich auch gucken, dass ich hier nicht zu schnell nach vorne gehe. Nach vorne weggehe. Dass ich mich hier nur mal in Ruhe umgucken kann. Die Frage ist, gibt es hier auch Händler? Wo ich das ein oder andere kaufen kann. Weg von der Tür. Dein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich. Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Ezli meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Jo, ich gucke mich erst nochmal um, von wegen hier, natürlich, ist klar. Vergib mir, Hau, aber bist du nicht besorgt? Besorgt? Weswegen? Kukulkan hat in letzter Zeit so viele Leute zum Opfern geholt. Nicht nur Rebellen, dass ich... Naja... Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Ich weiß, die Götter müssen bezahlt werden, damit die Sonne nicht stirbt, aber... Mach dir keine Sorgen. Die Todeswelle ist bald zu Ende. Vertrau mir. Ich muss mit der Kleinen... Ja, entspann dich. Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Nein. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Ezli meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nichts hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich habe niemanden mehr. Noch. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Alles klar. Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Natürlich, aber die Wachen töten uns sofort. Kümmere dich erst um sie, dann helfe ich dir. Ich will den Gefangenen sehen. Bei allem Respekt, Ao. Kukulkan selbst hat seine Hinrichtung angeordnet. Und du solltest zu deiner eigenen Sicherheit den Platz verlassen. Ich kann das Gejammer nicht mehr hören. Wir sollten ihn töten. Ist dein Blutdurst größer als dein Genuss, andere Leiden zu hören? Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung ausfällt. Traurig, dass ein Mädchen heute zur Waise wird. Aber vielleicht sendet diese Hinrichtung ja genau die richtige Botschaft. Mhm. Die Rebellen bedrohen die Harmonie von Paititi. Manche denken, diese Harmonie gibt es nur hier bei uns in der Oberstadt. Bei allem Respekt, Ao. Ich habe mein Leben doch nicht selbst gewählt. Es war ein Geschenk der Götter. Jedes Leben ist ein Geschenk. Das stimmt. Ich muss doch etwas tun können. Ja, Lara, mach mal langsam, Mädchen. Ich will mich hier nur umgucken und gucken, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Vor allem gibt es hier noch Dokumente, die muss ich mir angucken. Denk nach, Lara. Wie komme ich in diese Zelle? Was haben wir jetzt hier? Dieser Ohrschmuck ist in perfektem Zustand und mit dem Bild einer geflügelten Bestie verziert. Sie hat einen Rüssel und hält eine Fackel oder einen Stab in der Hand. Schmuckstücke wie dieses sind ein Symbol für Reichtum. Es könnte vielleicht sogar einer Adligen gehört haben. Alles klar, Lara. Alles steht da zum bist Verkauf. Du. Eine Lösung. Bis auf ein Leben hängt davon ab. Dich kenne ich doch. Purpurne Jägerin. Ja, nimm ich mal mit. Viel Spaß damit. Alles klar. Ein gutes Geschenk. Viel Spaß damit. Ansonsten haben wir eigentlich alles.
Was übersehe ich? Ein gutes Geschäft. Du übersiehst gar nichts. Du hörst auf mich und ich sag dir, was wann wir weitermachen, Mädchen. Danke. Komm zu mir, wenn du sonst noch etwas brauchst. So, hier gibt's nämlich noch. Das Dokument ist da unten? What? Ich muss doch etwas tun können. Ich weiß, was du tun kannst. Ich hab da schon so einen gewissen Plan. Denk nach, Lara. Wie komme ich in diese Zelle? What the fuck? Ja, wieder was gefunden. Super. Diese hölzerne Schusswaffe ist eine nahezu perfekte Kopie eines modernen Sturmgewehrs. What? Ihr Hersteller besitzt entweder ein ausgezeichnetes Gedächtnis oder hatte eine Vorlage. Vielleicht eine Waffe, die Trinity gestohlen wurde. Aha. Gut, wir müssen dem kleinen Mädchen helfen. Der hilft mir. Ich spreche mit den anderen nochmal. Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unurato sprach. Ja. Wenn es sicher ist, helfe ich, die Tür zu öffnen. Alles klar. Sei gesegnet, Ao. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich. Aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Ao. Der spielt jetzt. Jetzt kommen die an. Der Typ meckert rum. Dann hauen sie ab. Bist du noch dabei? Sobald die Wachen weg sind, weiß ich, was zu tun ist. Okay, die Wachen sind weg. Dann müssen wir jetzt los. Es ist sicher. Hilf mir mit der Tür. Ja, wir müssen los. Das müsste klappen. Los, auf! Los, zusammen! Der Weg ist frei. Okay. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir, ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Kayara! Verdammt! Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit! Ich finde dich! Wir kommen hier raus, kein Problem. Ich finde einen Weg hier raus. Jetzt erinnere ich mich. Du bist die... Ja, ich bin die Ishik. Super! Hier durch. Bleib bei mir. Das ist die alte Kaserne. Hier lang. Kayara, ich komme. Weißt du, ich habe zu dem gesagt, der soll bei mir bleiben und der Vollidiot rennt einfach los. Der Ausgang ist blockiert. Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Ihr. Danke. Dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Alles klar. So. Hätte ich vielleicht hier reingekonnt? Nee, okay, ist egal. So, versteckt euch. Ich, tut mir so leid, mein Mutti Lara kind, kümmert sich um alles. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm, gehen wir nach Hause. Ach, super. Wie sie winkt. Cool. So, Nebenquest abgeschlossen. Okay. Ich muss
Hier rein. Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Danke. Das wird jetzt interessant. Ich glaube, wenn ich hier runterlaufe, dann gibt's Krieg. Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weiter treiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und was sagst du mir jetzt? Klar. Ich bin ehrlich. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, er ruhen Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Nein, glaube nicht. Das ist mein Zuhause. Ich mag den nicht. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Mhm. Hast du super gemacht. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Jupp. Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Hm? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. What? Einen Schritt voraus. Deswegen führst du dich wie ein Diktator auf. Ist klar. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Ja, ist klar. Beherrscht vom Kukulkan-Kult. Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Weil du ein machthungriger, dreckiger Lappen bist. Fettig. Bring sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein. Du lässt hier einfach im Stich. Die Schatulle ist weg. Ein Missionar, Andres Lopez, hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Sicher? Ich trau dem nicht, diesen Lümmel. Ja, super. Muss ich die befreien oder soll ich den Typen hinterher? Ich würde dem Dr. Dominguez ja am liebsten einen Pfeil in den Kopf schießen.
Lange dunkle Schatten rücken näher. Der Berg, schwarz wie die Nacht, ist in Trauer, als die blassen Fremden das kurze, aber enorm ertragreiche Leben von Kuyua Kapak beenden. Er, der sich diese Stadt in seinem Streben nach Größe aufgeladen und sie zu neuen Höhen geführt hatte. Der um nichts anderes bat, als dass Inti ihm die Stirn wärme, während er arbeitete. In den Flüssen, auf den Feldern oder in der Ziegelei. Kuyua Kapak traf eine Vereinbarung mit den Fremden. Er opferte sich, damit wir weiterleben können. Frei, doch unter der neuen Herrschaft dieser Männer aus fernen Landen. Aha. Gut, hier gibt's noch ein Dingsbums. Oh, Verschwörung, ein Bericht von Trinity. Die Priester der Stadt oder die Schamanen, falls wir zwischen den Heiden und denjenigen unterscheiden wollen, die im Lichte Gottes wandeln, traten als Erste vor. Sie waren die Ersten, die zuhörten, um mehr über den Zustand der Außenwelt zu erfahren. Viele von ihnen fühlten sich daraufhin betrogen und flehten darum, getauft zu werden. Sie kamen völlig zu Recht zu dem Schluss, dass ihr Glaube und ihre Verehrung der traditionellen Gottheiten dieses Landes unangebracht waren. Einer von ihnen formulierte es folgendermaßen: Wenn euch euer Gott vom anderen Ende der Welt bis hierher geführt hat, muss er wahrlich der Mächtigste sein, und nur ein Narr würde sich nicht vor einer solchen Wesenheit verneigen. Wir werden diesen Schamanen Englisch beibringen, damit sie es anschließend die Bewohner von Paititi lehren können. Aha. Haben sie also einen Schleimscheißer gefunden und da wollten sie dann direkt gleich mal Wurzeln schlagen. Der schwarz-gelbe Streifen im Gesicht zeigt, dass es sich hierbei um Tizapipuka handelt, einen bedeutenden Gott der Azteken. Was machst du denn hier? Mal sehen, ob ich mich noch an alles erinnere, was mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Jaguare, Wirbelstürme, die Nachtwinde, der Nachthimmel, die Erde, den Norden. Ich muss ein bisschen an dich denken, Luppi. Entschuldigung. Führungsstärke, Krieg, Unfriede, zwischenmenschliche Konflikte im Allgemeinen und natürlich Obsidian und Weissagung. Sein rechter Fuß wird häufig durch reflektierenden Obsidian ersetzt, den die Azteken als Spiegel verwendeten und der auch bei schamanischen Ritualen und Voraussagungen zum Einsatz kam. Tezcatlipoca bedeutet wörtlich übersetzt rauchender Spiegel. Rauchender Spiegel, alles klar. Was haben wir hier? Neues Tagebuch von Trinity. Super. Um zu verhindern, dass Krankheiten nach Paititi gelangen, untersagt Herrscher Chiqua hiermit vorübergehend allen Bürgern, die Stadt zu verlassen. Wer auch immer sich derzeit außerhalb der Stadtgrenzen aufhält, darf sie nicht wieder betreten. Paititi leidet noch immer unter den Folgen der jüngsten Seuche, weshalb jeder weitere Ausbruch das ohnehin schon fragile Gleichgewicht aus dem Lot bringen könnte. Auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Ja, natürlich. So, ansonsten haben wir eigentlich alles. Ist die Frage, wen muss ich den jetzt verfolgen? Von da kam ich. Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. So, und jetzt ab sofort, muss ich ganz ehrlich gestehen, geht es blind. Ich habe keine Ahnung. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss, dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?